Ja, hallo, liebe Leute. Zur 10. Folge Victoria 3 mit Großkolumbien. Heute werden wir uns unseren Bleivorrat holen in Peru. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen jetzt erstmal, da hat irgendein Fuchs hat aufgepasst. Unsere Steuern sind immer noch hoch. Die können wir mal wieder runterdrehen. Geld haben wir ja trotzdem genug. Und gucken gerade mal kurz in die Bauliste. Stahlwerk, dann kommen die ganzen Tabakplantagen. Hafen Ecuador, das passt. Ja, ansonsten ist nur Opium und Schnaps noch teuer. Das bedeutet, wir werden in Cundinamarca. Was haben wir denn? Da wird die Infrastruktur auch knapp. Zwei Opiumplantagen passen noch rein. Und in Ecuador brauchen wir dann vermutlich zeitnah noch zwei mehr Lebensmittelfabriken. So, und dann, wie sieht die Verrufenheit aus? 1,2. Und dann gehen wir nach Peru, würde ich mal sagen. Ich glaube, das ist, das ist schon eine gute Sache. Ich würde meine Armee gerne ein bisschen umbauen. Weil der gute Peruaner hat ja nur 19 Truppen. Da werden wir mal umbasteln. Ich schaffe mal eine weitere Armee. Vielleicht eine da Defensivstratege. Bedenken und Einwände. Die Kleinbürger haben Probleme mit den Industriellen. Das ist, bleibt auch ihr Problem. So, jetzt pass mal auf. Da ist noch ein, der ist aber Offensivplaner. Da ist noch ein Defensivstratege. Du gehst mal noch hier rüber. Das passt. Und dann kriegt ihr mal, huch, die ganze Artillerie. Einen Lanzenreiter. Und was sind es in Summe? 36, 26 Dings hier. Bestätigen. So. Dann kriegt ihr natürlich all diese coolen Dinge hier. So. Das ist besser. Weil mit der 20er Armee kommen wir gegen Peru zu Rande da unten. Dann heben wir uns die 39er auf, falls da irgendjemand mit reingeht. Damit wir noch irgendwo verteidigen können, denke ich. Wobei ich nicht glaube, dass jemand mit reingeht. Ja, der Mexikaner vielleicht. Aber der muss ja... Nee, der muss keine Marineinvasion machen. Der kann ja seine Truppen einfach hier runterkarren. Buh. Naja, hoffen wir mal nicht. Ansonsten, vielleicht geht Peru-Bolivien mit rein, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, da ist einiges möglich. Ich hoffe natürlich nicht, ne? So, oh, ich sehe das deutsche Kaiserreich. Oh, das sieht ja wild aus. Das deutsche Kaiserreich hat sich hier ordentlich ein Stück aus Österreich rausgeschnitten. Wahnsinn. Nee, gar nicht, oder? Böhmen? Österreich, ja doch, halt Tirol und Südtirol, ne? Aber Baden! Das kleine Baden hat sich dem deutschen Kaiserreich widersetzt, ja? Die Badener sind noch übrig. Sind die frei? Die sind ein Protektorat des Franzosen? Was ist das denn? Ach du Schande! Oh, das tut mir jetzt ja weh. Die Badener gehören jetzt nach Frankreich? Oh Gott. Naja, gut. Von mir aus auch das. So, der Russe nervt natürlich ein bisschen, weil er uns hier den Südkamerun weggenommen hat. Da werden wir mal wieder einen Krieg abpassen, wenn der Russe einen größeren Krieg hat, ob wir uns da nicht was holen können. Ansonsten sieht die Welt eigentlich noch relativ normal aus. Dainam sieht aus, als würden sie zu Deutschland gehören. Tun sie aber nicht. Okay. Na gut, dann denke ich... Wie sieht's aus? 0,3, dann können wir loslegen. Das Ding ist, ich werde mit Lima starten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Peruaner rausgeht und einfach nachgibt, ist groß. Und ich muss auf jeden Fall Lima haben. Das ist wichtig. Der Brasilianer mag uns noch. Ja, ja. Der geht dann, den können wir zur Not mit reinholen, wenn je nachdem was passiert. Gut, ich fange an mit Start erobern. Boah, da ist sogar eine 7% Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn uns einfach geben. Dann gehen die wahrscheinlich garantiert raus. Das heißt, ich erzwinge das Diplomatiespiel. Und damit sie nicht rausgehen... Ja, jetzt muss ich leider Diplomatie-Schachzüge aufgeben. Ich mache mal Pause. Wir haben 80 Stück. Wenn ich jetzt sage, ich will alles andere auch haben, dann sind das 12 und 23 sind 35 und 25 sind 60... Ja, und 19 sind 79. Das würde genau reichen für ganz Peru.
Aber ich gebe euch Brief und Siegel, der ist jetzt schon ängstlich, dass wenn ich jetzt die ganzen anderen Staaten auch noch reinmache, dann geht er einfach raus und gibt uns Lima. Und das will ich eigentlich nicht, ne? Ich will nicht zweimal Krieg führen mit dem. Das heißt, wir müssen auf, hier unten, auf Tarapaca verzichten, fürchte ich, ne? Okay, wir schauen jetzt mal. Also ich mache jetzt auf jeden Fall mal direkt Cajamarca noch rein. Und da müssen wir jetzt 13 ausgeben. Ja. Und mache das auch zur Hauptforderung. Weil jetzt geht er wahrscheinlich nicht raus. Weil jetzt verliert er schon zwei Sachen. Hoffe ich zumindest, ne? Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, was passiert. Ich setze hier schon mal ein strategisches Ziel. Wir fangen von oben an. Ineffiziente Landwirtschaft. So, dann gucken wir mal noch ein bisschen auf den Markt. Getreide. Getreide, teures Getreide mag ich nie. Maisfelder. Bauern, ja. Wo hat es denn noch Bauern? Na, guck mal. Im Amazonas können wir 5 Infrastruktur verbrauchen und ein paar Bauern beschäftigen. Ich baue in den Amazonas mal 5 Maisfelder. Warum nicht? Dann ist da auch mal was gebaut. Und dann gucken wir mal. Das Diplo-Spiel geht jetzt in die zweite Phase. Jetzt wird es spannend. Wir können auf jeden Fall Brasilien beeinflussen und Peru-Bolivien? Ah, die haben eine Rivalität, ne? Mit denen. Nö, nur mit uns. Verteidigungspakt mit Paraguay? Bündnis mit Argentinien? Okay, die Bolivianer haben sich jetzt hier Leute geholt, ne? Alles klar. So, wie verrufen sind wir denn? Ja, wir sind jetzt halt schon wieder auf 29,8, aber ich pack die anderen beiden Sachen doch noch, auch noch mit rein. Gegen Ende. Das kostet uns nochmal... Boah. Kann ich mir das noch leisten? Moment. Ich muss auf den Balken gucken. Wir haben noch 42. 23 und 20 sind 43. Minus 1 sind 42. Also mit Ica und Arequipa geht es genau auf 0. Okay. Das heißt, Tarapaca müssen wir verzichten. Wir können dann auch keine Verbündeten reinholen. Falls wir brauchen sollten. Was ich nicht hoffe. So, er hat mobilisiert. Dann mobilisiere ich auch. Bring da meine 20er-Truppe runter. Und pack die Wehrpflichtigen noch rein. Dann ist die Truppe groß genug. So, Abflug. Und wir müssen das Diplo-Spiel beobachten. Dass wir es rechtzeitig so ein bisschen vor Ende machen. Er will Kriegsreparation und er möchte uns demütigen. Aber das macht mir jetzt weniger Sorgen. So, jetzt kommen wir an der Front an. Ja, wir stehen auf plus 50. Ich hätte die Wehrpflichtigen gar nicht gebraucht, ne? Aber egal. Wir sind auf mittleren, wir setzen noch die Dingsgehälter hoch. Wir machen immer noch über 2k plus, ne? Das ist schon eine feine Sache. So, ja, plus 33, es nimmt ab. Gut. Halt. Pause. So, jetzt hätte ich ein Haar wieder verpasst. Okay, jetzt wird es halt nochmal teuer. Was macht das mit unserer Verrufenheit? 12,6 und 10,3, das gibt dann ungefähr 23 Verrufenheit. Wir stehen auf... Okay, wir kommen nicht über 5. Doch, wir kommen über 50, aber nur ganz knapp. Dann kann es natürlich passieren, dass noch jemand reingeht, weil dann sind wir verschrien. Und das gefällt der Weltgemeinschaft oft gar nicht. Ist mir jetzt aber egal. Ich nehme Ica noch rein. Und ich nehme Arequipa noch rein. Scheiß drauf. So, wir sind jetzt genau auf 0. Ist ja lustig, dass das genauso aufging. Jetzt gucken wir, was passiert, ne? Jetzt müssen wir eine Woche warten, bevor es weiterläuft. Brasilien? What the fuck? Wollt ihr mich veräppeln? Hä, wir stehen in besten Beziehungen mit dem Brasilianer und er geht jetzt einfach auf Seiten... Brasilien wurde beeinflusst. Wie kann denn der Peruaner Brasilien beeinflussen? Das ist mein... Ernsthaft? Oh Gott, die haben aber ganz schön viele Truppen, ne? Oh wei. Oh wei. Okay, wir brauchen hier noch einen. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Wir brauchen 3 Stück.
Der Hintergrund ist, wir haben drei Ländereien als Grenzen. Das heißt, es können drei Schlachten gleichzeitig aufgehen. Das heißt, wir brauchen... Oh je, na toll. So viel zu unserem Plus, das wir machen, ne? Dann schicken wir die da runter. Geht nicht anders, ne? Der Brasi... Ich verlasse sofort die Zollunion. Auf Wiedersehen. So, ja... Jetzt müssen wir erst unseren Markt wieder fixen. Wie kommt da wieder alles zusammen? Ich lasse jetzt erstmal noch laufen, bis wir hier aus dem... Ne, ich dachte, es kommt jetzt der nächste. So, so viel zu unserem Geld, ne? So. Muss das halt wieder so machen. Wir warten jetzt mal, bis wir hier Sicherheit haben. Jetzt geht die Eskalation weiter. So, Kriegsvorlauf. Jetzt kommt keiner mehr rein. Das heißt, so wie es jetzt ist, ist es. Das bedeutet, wir brauchen jetzt Blei. Sonst kann unsere Waffenfabrik, Munitionsfabrik nicht arbeiten. Wie viel Blei fehlt uns? Wo ist Blei? Hier unten 38. Das ist nicht so viel. Wir machen eine Importroute. 22 vom Briten. 5 vom Franzosen. Das muss dann erstmal reichen. Ja, noch 5 vom Deutschen. Da braucht man keine Konvois. Das ist gut. Und dann brauchen wir Hartholz. Das kann ich aber selber machen. Wie viel fehlt uns da? 75. Das kriegen wir selber hin. Wo ist Holz? Hier. So, hier können wir auf konzentriert. Dann fehlen uns noch 55. Wenn ich den hier umstelle, fehlen uns noch 15. Dann kann man hier noch einen einfachen umstellen. Dann haben wir Hartholz eigentlich auch im Griff. Denke ich. So. Und jetzt müssen wir gucken, was in den Kasernen fehlt. Handfeuerwaffen ist in Para. Okay, die Waffenfabrik ist voll besetzt und es fehlt trotzdem. Okay, das heißt, wir müssen noch Handfeuerwaffen importieren für den Krieg. Hier, oi, 110 aus Russland. Randa. Dann haben wir genug Handfeuerwaffen. Dann fehlt es an Munition und Motoren. Wo, was ist mit Motoren? Was ist mit meinem Motorenwerk? Okay, da werden gerade Leute angestellt. Das klappt dann. Moment. Was war das andere? Munition. Was macht meine Munitionsfabrik? Die ist fast voll und es fehlt mir trotzdem Munition. Dann machen wir da auch noch eine Importroute und holen uns noch 12 aus Frankreich. Das muss dann erstmal reichen. Peru, Bolivien hat uns jetzt auch mit einem Embargo belegt. Das interessiert mich nicht. Aber wir haben jetzt, jetzt ist es wohl soweit, wir haben jetzt ganz Südamerika gegen uns aufgebracht. ja, der Einzige, der hier drüben angreift, ist der erfahrene Offensivplaner. Bitteschön. So. Wann kommen wir denn hier an der Grenze, bitte? Noch 2 Tage. Es reicht noch, wir kommen rechtzeitig. So, wir stehen, ja, ganz knapp. Ganz knapp ist es. Ich hoffe, wir kriegen das verteidigt, ne? Wir haben auf jeden Fall den besseren Defensivwert. Wir wollen ja nicht angreifen. Wir verteidigen einfach nur weg. Und die entschiedene Verteidigung ist natürlich super. Das gibt nochmal 15 Defensive. So, jetzt müssen wir gucken. Hat Brasilien ein Kriegsziel? Nein, haben sie nicht. Das heißt, sie sind verhandlungsunfähig. Das heißt, die schreddern da jetzt ihre Truppen rein hoffentlich und fliegen dann raus. Was fehlt mir denn in den Kasernen immer noch? Ach so, Motoren. Immer noch Handfeuerwaffen? Das kann doch nicht... Ach so, die Route muss ich erst aufbauen, ne? Naja, wir gucken, wo die Schlachten beginnen. Hier kommt die erste. Okay. Das sieht gut aus. Hier kommen gleich 2. Oh Gott. Naja, das verteidigen wir. Also das verteidigen wir klar. Hier ist es ein bisschen enger, weil er halt viel mehr Truppen hat. Aber ich habe den deutlich besseren Werte. Müssen wir mal gucken. Ein Brasilianer lang genug weg verteidigen. Und hier, ja, okay. Okay, die haben gleich keine Truppen mehr. Also die machen wir auf jeden Fall platt. Ja, und hier stehen wir... Oh, da geht 1 gegen 1? Deswegen 3 Generäle, ne? Ich hab's euch ja gesagt. Das schaffen wir auch. Sie haben schon weniger Truppen. Ja, das passt, das passt. Wir stehen schon auf plus 40. Die haben schon fast alles reingeschreddert, ne? Gut, dass wir hier die ganze Artillerie dabei haben. Noch Feldtarnung gerollt. Wunderbar.
Das sieht gut aus. So, hier haben wir den ersten gewonnen. Die haben jetzt kaum mehr Truppen, ne? Die haben jetzt kaum mehr Truppen. Das heißt, ja, ich aber auch nicht. Naja, es geht. Ich glaube, wenn ich das erste Gebiet eingenommen habe, dann lasse ich alle Generäle angreifen, dass das ein bisschen zügiger geht. Oh, Geld sieht jetzt wieder besser aus, weil... Machen wir mal so. Weil wir natürlich Truppen verloren haben. So, der Brasilianer hat sich schon auf Defensive gestellt. Der hat keinen Bock mehr. Hier gewinnen wir auch. Das ist ja jetzt wirklich frech. Ich wollte eigentlich erst danach aus dem Markt austreten, aber jetzt kann das halt gleich haben, ne? So, unsere Kasernen sind mittlerweile gut versorgt. Ja. Was ist mit Motoren? Ja, wir können definitiv noch ein Motorenwerk gebrauchen. So, 57% besetzt. Das sieht jetzt ganz gut aus hier. Und hier drüben passiert erstmal nichts mehr. Ja, aber der stellt schon wieder fleißig Leute an, ne? Es geht wieder zurück. Aber ich auch. Ich glaube nicht, dass er hier durchkommt. Zumindest nicht schnell genug. Zumindest nicht schnell genug, denke ich. Weil wir das jetzt hier gleich haben, da hat er nur noch 1700 Leute drin. Das heißt, sobald dieses Gebiet... Ah ja, obwohl, jetzt ist es wurscht. Ne? Jetzt kann ich alle auf Angriff stellen. Dann geht das ein bisschen zügiger, denke ich. Was? Es wurden Konvois von uns versenkt. Ach so, ja... Deswegen haben wir nur Handels... Oh, hier unten ist ein Krieg. Okay. Eingraben. Zum Glück hat er so wenig Leute. Er steht noch auf Defensive. Ja. Jetzt geht das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ja, jetzt greifen wir nämlich an allen Gebieten an, wo wir Grenzen haben. Halt mit so vielen Generälen, wie wir haben. Das sieht schon ganz gut aus, denke ich. Das Gebiet ist schon fast besetzt. Da ist die letzte Schlacht. Da ist, da hat er nicht mal einen General drin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, der Brasilianer hasst uns jetzt. Das habe ich befürchtet. Das heißt, ab jetzt sind alle Tore offen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Armee aufbauen wahrscheinlich. So, jetzt nehme ich hier das Kriegsziel raus. Mache es hier rein. Lima bitte als nächstes. Ich kann keinen Zwei-Fronten-Krieg brauchen. Das wäre ganz schlecht. Das da unten ist schon besetzt. Weil er hat hier noch so eine Einser-Armee. Wenn da eine zweite Front aufgeht, schickt er die Einser-Armee hin und die läuft dann alleine durch. Ne? Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Lima ist auch gleich besetzt. Lima müsste die Hauptstadt sein, oder? Von... Ja. Dann läuft sowieso. So, hier weggeschossen. Das müsste jetzt eigentlich... Na, das reicht wahrscheinlich nicht ganz. 99%. Das auch schon so. Hat der Brasilianer nochmal Bock hier? Nee, der hat keinen Bock. Oh, jetzt ist das Geld wieder weg. Weil wir wieder mehr Leute angestellt haben. Hier noch. Ja, okay, das geht jetzt relativ zügig, ne? Letzter Kampf in Lima. Das Ding ist auch zu 86% besetzt. Das zu 82% ist gleich fertig hier. Ist gleich fertig. Okay, das ging dann doch bis... Der Brasilianer, ich fasse es nicht, ne? Dass der Brasilianer aber unser stärkster Gegner hier ist auf der Insel mit 84 Bataillonen, das ist... Bin ich jetzt ein bisschen tragisch, dass er hier schon mit reingeht, aber... Ich hatte gedacht, wir können ihn uns noch ein bisschen freundlich halten. Aber wir sind hier tatsächlich schon durch, mehr oder weniger. Wir sind eigentlich fertig, ja. Die Truppe werde ich demobilisieren. Können wir uns das Geld sparen. Ihr geht nach Hause und ihr haltet jetzt noch ein bisschen hier die Front. Da passiert eh nichts mehr. Der Brasilianer hat so viele Truppen da reingeschreddert. Der will sowieso nicht mehr, glaube ich. Wie sieht's denn da aus? Naja, Brasilien... Die haben ordentlich Tote und Verwundete. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Das sieht sehr gut aus. Konvois haben wir mehr als genug. Das ist nicht unser Problem. Ja. Hier kommt eine Goldmine. Wir kriegen ja jetzt gleich noch viel mehr Gold. Oh, das wird gleich gut. Das wird gleich gut. Nehmen Sie es schon an? Nee, die ziehen... Oh, immer noch minus 41. Die ziehen es durch bis zum Ende. Aber gut. Minus 82. Das müsste... Minus 99. Das müsste jetzt dann gewesen sein.
Dann dürfte der Krieg zu Ende sein, denke ich. Na? Minus 100. Tada! Wunderbar. Lima, Cajamarca, Ica und Arequipa. Da, guckt's euch an. Ist das nicht ein Traum? Krieg zu Ende. Hat mich sehr gefreut. Danke für das ganze Land. So, Steuern wieder runter. Kriegskosten wieder, Militärgehälter wieder runter. So, jetzt müssen wir hier durchgucken. Na, das ist jetzt so das nächstwichtige. Hier, Cajamarca. Werden wir direkt mal inkorporieren. 5 Jahre, das starte ich gleich mal überall. Lima, 42, 5 Jahre. Ica, 64, 5 Jahre. Ja, das können wir uns leisten. Und Arequipa, 47, 5 Jahre. Alles meine Kultur, kommt ran. Dann gucken wir uns die Gebiete an. Wir haben Stadtzentrum, wir haben eine Tuchfabrik, das finde ich sehr schön. Wie viele Pops gibt es hier in diesem Land? 13.000, ich mache das mal weg, mache dafür aber Nähmaschinen. Dann haben wir eine Kohlemine. Na, da warten wir jetzt erstmal. Wir haben 3 Goldminen, da bauen wir selbstverständlich gleich die 4. Die stellen wir natürlich auf Kondensationspumpe, aber sowas von. Wir haben 3 Walfänger. Die können mit Schiffen arbeiten. Banane, Baumwolle, Tabak, Viehhöfe. Ja. 5 Häfen. Ach du Scheiße. Das wird teuer, ne? Ja, so viel Konvois brauchen wir eigentlich nicht. Naja, wir gucken mal. Wir können ja auch abreißen. Eine Universität steht hier. Na wunderbar. Das freut mich. Okay. Dann Lima. Da geben wir sofort mal 3 Bleiminen in Auftrag. Das wäre mir ein Anliegen. So, dann hat es hier eine Möbelfabrik. Mechanisiert. Ist, glaube ich, immer gut. Pops hat es hier auch kaum. Wir müssen dann mal gucken, wie wir mit dem Wasserrohrkessel arbeiten. Hier Fischschlepper. Hier sind auch 4 Goldminen. Da baue ich auch gleich nochmal 2 mehr. Die gehen natürlich auch auf Kondensationspumpe. Oh ja. Oh ja, wenn das inkorporiert ist, dann scheppert es aber. So. Färbemittel und Weinberge haben wir hier. Sehr schön. Ein Bausektor, den behalte ich sogar. Stelle ich um auf Gusseisen. Dann ein Hafen, da ist ein weiterer im Bau, den schmeiße ich weg. Mache dafür einen Frachthafen draus und eine Regierungsverwaltung. Die kann mal standardisiert arbeiten. So, dann haben wir auch dieses Gebiet. Dann gucken wir nach Ica. Eine weitere Kanonengießerei, die behalte ich. Können wir im Krieg immer brauchen. 2 Holzfäller. Das ist gut. Noch ein Fischer. Okay, wir brauchen gleich wieder eine Schiffswerft. Noch mehr Maisfelder, bitte mit Dünger. Tabak, Banane, Viehhöfe, Weinberge, 3 Häfen. Wenn ich die jetzt umstelle, habe ich nicht genug Leute, ne? Das lasse ich jetzt erstmal so. Und auch nochmal 2 Regierungsverwaltungen, die können ja mit Aktenschränken arbeiten. So. Und dann gucken wir noch nach Moment, da war ich doch gerade. Dann habe ich Ica Nee, da ist auch eine Kanonengießerei. Das ist das, was mich so irritiert hat. Dann schmeiße ich die weg. So, hier ist eine Eisenmine. Die stellen wir oben auf Kondensation. Tabak, Banane, Weinberg, Baumwoll, Färbemittel, Mais. Der arbeitet schon mit Dünger. So. 3 Regierungsverwaltungen. Kann auch Aktenschränke nutzen. Und 2 Häfen. Da warten wir auch erstmal, wie sich die Infrastruktur entwickelt. So. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Ah, und die Armee müssen wir jetzt gucken. Wir haben bestimmt wieder irgendwelches Fitzelszeug dazu gekriegt. Ja, 3 Stück. So, wie sieht es denn hier nach unten aus? Peru, Bolivien hat 15 Truppen. Argentinien, das, 15, 3. Okay, ich behalte die 20er-Truppe bei und schicke die 3 dann zur Defensivtruppe. Ich glaube, das macht am meisten... Nee, kein General, bitte. Macht am meisten Sinn. 3x Linieninfanterie, die kann man dann upgraden. Ja.
Ihr könnt mal da hoch zu's. Das passt dann schon, denke ich. Guck mal, die Brasilianer haben eine Importroute erstellt. Die Papier aus dem Markt großkolumbianisch nach... Ich glaube, euch geht's zu gut, aber ein Embargo kann ich keins machen, weil die Beziehungen nicht schlecht genug sind. Dann wird's aber besteuert. Was war das? Oh, der Brasilianer hat jetzt einen Verteidigungspakt mit dem Franzosen? Und einen Handelsvertrag mit dem Kaiserreich? Mit Brasilien? Ach du Scheiße, der Franzose geht uns schon wieder auf den Sack, ne? Der Franzose geht uns schon... Wir können doch hinkommen, wo wir wollen, ja? Jetzt haben wir gedacht, jetzt gehen wir von Europa nach Südamerika. Jetzt geht uns der Franzose hier auf den Sack, ne? Das kannst du ja keinem erzählen. Ich muss mal dann die Beziehungen verbessern mit den Briten. Das ist vielleicht... Oder mit dem Deutschen. Der könnte auch... Oder mit dem Deutschen. Der ist ja bestimmt nicht so gut auf den Franzosen zu sprechen, ne? Ja. Vielleicht ist der Deutsche eher mein Verbündeter als der Brite. Machen wir mal so. Naja, aber ich finde, unser Großkolumbien sieht schon ganz gut aus mittlerweile. Mittlerweile Peru, Bolivien, da wird es dann das erste Mal interessant, fürchte ich. Oh ja. Warum kann ich die eigentlich nicht zum Protektorat machen? Lass mich mal gucken. Wo ist es? Zum Protektorat machen. Peru, Bolivien. Ah, ich muss einen höheren Rang haben, deswegen. Okay. Den ich nicht habe. Ich bin immer noch nicht zur Mittelmacht geworden. Ich gammel immer. Ich hock zwar auf Rang 15, bin aber leider immer noch Kleinmacht. Und Peru, Bolivien... Ist auch eine Kleinmacht, aber wir müssen einen höheren Rang haben, damit wir sie zum Protektorat machen können. Naja, aber das kriegen wir ja vielleicht hin. Gucken wir mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall Küste ohne Ende. Nur nicht viele Leute, ne? Da wohnen überall nicht besonders viele. 2700, 500. Das ist halt in Lima eine Katastrophe. Da kommen jetzt gleich drei Bleiminen. Da wäre es natürlich schön... 3, 8, 19. Da wäre natürlich schön, wenn wir da Leute hätten, die da arbeiten können. Da muss ich eventuell in den Goldminen. Wir könnten natürlich mit Eisenbahn transporten. Ah, es ist alles schwer, ne? Dienstleistungen sind teuer. Machen wir mal so. Glas ist jetzt teuer. Warum ist Glas so teuer? Wo sind meine Glashütten? In Zulia, oder? Ja, zwei Stück haben wir. Was eigentlich... Ja, wir bräuchten mehr Glas. Wir könnten natürlich mit Kristallglas, aber dafür brauchen wir dann mehr Blei, ne? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir müssen halt auf die Bleiminen warten. Ach so, da kommen... Großbritannien hat Kongo Orientale kolonisiert. Och nö, jetzt geht doch weg hier. Wo ist das? Moment, wo ist das? Niederländisch, Niederländisch Kongo, Niederländisch Gabun. Wo ist der Brite? Oder ist das da hinten? Ich glaube, das ist da hinten. Hier hat er angefangen. Kongo Orientale, hier. Naja. Ja, wir werden da nicht mehr viel kriegen. Also bis wir so weit sind, dass wir mit Malaria zu Rande kommen, ist da einiges weg, denke ich. Aber wir brauchen es auch nicht. Wir haben Gummi, wir haben Öl. Es ist okay soweit. Wir haben nur keine... was macht der Brite denn hier? Mit dem Perser? Oh, oh, oh. Sklavereiächtung in Persien. Sistan erobern. Khorasan erobern. Und Sklavereiächtung in Spanien. Ah, der Spanier ist da mit drin. Okay. Was ist denn Sistan und Khorasan? Sistan ist das. Und Khorasan ist das oben. Boah. Ja, ja, der Brite, ne? Der Brite. Naja, okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt eine weitere Universität gekriegt, tatsächlich. War die schon umgestellt? Lass mich nochmal gucken. Die war hier in Cajamarca, ne? Hat die schon mit Papier gearbeitet? Ja.
Ah, Papier müssten wir auch mal gucken, ob wir da noch mal was tun. Wir könnten natürlich auf die Papier... Oh, Papierbleiche ist natürlich eine feine Sache. Dann bräuchten wir ein paar mehr Färbemittel, aber hätten mehr Papier. Ja, das machen wir mal. Auch Holz wird jetzt teurer. Da müssen wir auch mal gucken, ob wir... Wie sieht es denn Antiocha mit Infrastruktur aus? 81. Bauen wir hier mal noch 3 Holzfäller. Haben wir in Cajamarca jetzt eigentlich die Eisenbahn gebaut? Nee, ne? Wir haben nur die Opiumplantagen gebaut. Ja. Okay. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich es vergessen. Kulturelle Ausgrenzung beschließen. Moment. Das wären 48%. Boah, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Das ist ziemlich mega. Das würde unsere Radikalen wahrscheinlich erheblich senken. Weil ich glaube, die Nordandenischen werden nicht diskriminiert. Aber dieses ganze Kleinzeug hier, Afro-Karibisch und wie das Zeug heißt, Amazonisch wird diskriminiert. Nordandenisch nicht, Griechisch nicht. Ja, die Afro-Karibisch-Spanischen sind so ein bisschen das Problem. Hier haben wir Amazonier, die diskriminiert werden. Na, gucken wir mal, ne? So, wir haben eine Blockade. Ah, das sieht gut aus. Wenn da keine Protestbewegung kommt, geht das einfach durch. Das ist mega gut. Das ist mega gut. Da ist die Protestbewegung. Hätte mich jetzt auch gewundert. Die ist auch extrem hoch. Ja, jetzt haben wir 30%. Ja, es ist trotzdem. Es ist 70-30, dass wir es durchkriegen. 70-30, das ist eigentlich sehr gut. Das müsste funktionieren. Und wir werden jetzt einen weiteren Bausektor bauen. Wir können es uns nämlich üppig leisten. Aktuell. Ich habe die Steuern unten, ne? Ja. Ein Bausektor und wahrscheinlich noch mehr Universitäten. Packen wir mal noch einen Bausektor hier rein. Den hole ich auch nach oben. Das schnell einfach. Dann bauen wir auch gleich schneller. So, in Miranda hatten wir Universitäten, ne? 2 Stück. Da haben wir auch noch 30.000 Bauern. Ich baue hier mal noch... Na, 4 ist ein bisschen viel. Ich baue mal noch 3 weitere Universitäten. Das ist wichtig für unsere Forschung. Jetzt können wir es uns allmählich leisten. Ja. Und dann gucken wir, dass das hier wieder runtergeht. 43 ist halt viel, ne? Wir könnten jetzt eigentlich, wenn wir wollten, direkt Peru-Bolivien rein. Aber die Verrufenheit ist das Problem, ne? Wir werden uns auf jeden Fall Tarapacá noch holen. Und wir werden uns auf jeden Fall von Peru-Bolivien als allererstes Antofagasta holen. Das führt nämlich dazu, dass sie keinen Meerzugang mehr haben. Und das führt wiederum dazu, wenn sie sich einen Verbündeten wie den Mexikaner holen, dann kann er seine Truppen nicht ranbringen. Dann muss er Marineinvasionen bei uns machen, aber er kann die Truppen nicht nach Peru-Bolivien bringen, weil dann kein Meerzugang mehr herrscht. Und außerdem haben wir dann den direkten Weg runter nach Chile und Argentinien. Das heißt, Antofagasta, Potosi, Santa Cruz. Santa Cruz nehmen wir auf jeden Fall. Da kommt auch viel Öl. Es sind auch zu viele Gebiete, als dass wir sie alle auf einmal nehmen könnten. Aber ich denke, die 4 wären auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber das wird auch wieder teuer, ne? So, wir konnten wir... Nein, wir finanzieren überhaupt keine Parteien. Das kostet zu viel. Wir rechnen mal durch. 7,5. Sagen wir 8. Plus 8 sind 16. Plus 9 sind 25. Und dann noch Santa Cruz. Das wird teuer sein. Ja, 15. 25 und 15 sind 40. Das heißt, wir müssen warten, bis wir auf 10 Verrufenheit unten sind, bevor wir da was machen können. So, wir haben ein Vorankommen. Jetzt warte mal. Das ist ein Kleinbürger. Oh ja, das sind die besseren 5%. Ja, so. Puh. Okay, wir bauen jetzt auch wieder ein kleines Polster auf. Wir gehen auf 20 Millionen BIP zu allmählich. Haben mittlerweile Rang 14 erreicht auf der Weltrangliste. Wie viel Prestige fehlt uns denn noch? Einiges, ne? Einiges. Tja, und dann gucken wir mal in die Forschung.
Das ist jetzt natürlich völlig unnötig, weil wir aus dem Markt geflogen sind, weil ich glaube... Was hat eigentlich die Baumwolle? Achso, das steht auf. Das ist natürlich Quatsch, ne? Boah, wo waren das noch überall eingestellt? Warte mal. Nirgends, ne? Sonst. Ne. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, Forschung. Genau, das Siemens-Martin-Verfahren, das war ja kompletter, ist ja jetzt kompletter Quatsch. Weil Stahl kaum mehr was wert ist, seit wir aus dem Markt sind. Aber wir könnten jetzt mal anfangen, Pops zu sparen, denke ich. Wo es nötig ist. Aber es ist nirgends wirklich nötig. Zumindest nirgends, wo wir es könnten. Hier, Papierfabrik. Da könnten wir auf jeden Fall auf den Wasserrohrkessel stellen. Das macht ein paar Leute frei. Die können dann woanders hingehen und arbeiten. Guyavare. Ja, wo habe ich denn aktuell überhaupt überall Eisenbahnen? Lasst mich mal gucken. Nicht Universitäten, Eisenbahnen. In Para, in Ecuador, in Nicaragua und in La Paz. Jetzt kommt hier erst ein neues Event. José Antonio Zaldúa. Wer ist denn das? Streitkräfte. Und die Interessensgruppe Silvestre Guevara y Lira. Krass, okay. Wurden bei Gesprächen über die bevorstehende Wahl gesehen. Am nächsten Tag priesen Prediger die Tugenden einer bestimmten Partei. Also wirklich. Also wirklich. Glaubst du nicht. So, wir haben hier 60% und 18 vorankommen. Okay, jetzt ist es nur noch 80-20. Ich habe so das Gefühl, das könnten wir durchkriegen. Das ist ziemlich gut. In 35 Tagen kommt eine Wahl. Ich hoffe, die pfuscht mir jetzt bei meinem Gesetz nicht dazwischen. Das wäre ein bisschen unangenehm. Ja. Ansonsten kommen jetzt unsere Maisfelder im Amazonas. Dann kommt das Motorenwerk. Eine Goldmine. Und dann kommen die Bleiminen. Und dann noch mehr Goldminen. Oh ja. Gold ist immer gut. Jetzt kommt auch noch Brot und Butter. Da der Preis für Getreide im ganzen Land sprunghaft ansteigt, sieht sich eine Partei dem unerbitterlichen Druck der Opposition ausgesetzt. Man wirft ihr vor, leichtfertig mit dem Wohlergehen des Volkes zu spielen. Ist Getreide wirklich so teuer? Oh, plus 29! Okay, da müssen wir was tun. Ja, das ist leider schlecht, aber ich gebe kein Geld dafür aus. Aber wir bauen ja schon Maisfelder. Schön mit Dünger arbeiten, bitte. Das ist wichtig. So, jetzt kommt hier am 19. März jetzt quasi. Blockade, wirklich? 80 zu 20? Und wir treffen die Blockade. Ach Mann, ey. Naja, 10 Erfolgschance. Hä? Und kein Rückschlag? Das hat jetzt nur die Protestbewegung gestärkt. Na, das nehme ich ja gerne. So, jetzt stehen wir sogar bei 90 zu 10. Oder 89 zu 11, meinetwegen. Also, das muss jetzt laufen. Das muss jetzt laufen. So, da ist die Wahl. 61%. Ja, lassen wir es so. Lassen wir es so, bis die kulturelle Ausgrenzung durch ist. So, wir haben jetzt eine 75% Erfolgschance. Also, wir müssen jetzt da mal was sehen, ne? So. Verrufenheit wird zügig abgebaut. Wir sind schon wieder auf 40 unten. Das ist perfekt. Wir verlieren was? 6 pro Jahr. Das heißt, bis wir die letzten 30 abgebaut haben, sind es 5 Jahre. Das ist lang. Aber in der Zeit können wir halt Wirtschaft bauen, ne? Ja. Wir müssen jetzt sowieso mal gucken. Wir haben ja den Wasserrohrkessel. Wir können natürlich auch mit Kondensationspumpen arbeiten. Das lohnt sich schon. Das lohnt sich wahrscheinlich auch in den Eisenminen, ja. Aber dann werden Werkzeuge richtig teuer. Ich mach's trotzdem. In den Goldminen lohnt sich's eh. Und in den Schwefelminen aktuell überhaupt nicht, weil Schwefel nicht genug wert ist. Okay. So, Bürokratie haut uns ab. Das heißt, wir werden jetzt noch ein paar Regierungsverwaltungen umstellen. So. So. Meine Fünfer ist vielleicht ein bisschen viel. Und die noch.
So, und jetzt lohnt sich's wahrscheinlich auch, wenn ich die Papierfabriken umstelle, oder? Ah, die habe ich schon umgestellt. Was ist Papier wert? Aktuell minus 1 immer noch. Da können wir sogar noch mehr umstellen, denke ich. Können wir noch eine umstellen. Hier unten hat es doch noch eine 2er und eine 3er. Die nehmen wir noch mit. So, jetzt haben wir wieder genug Bürokratie. Ich gucke mal in unsere Institutionen. Ich könnte natürlich auch unser Kolonialamt mal vergrößern. Vielleicht geht das dann ein bisschen schneller da hinten. Im Kongo. Und wir stehen mit dem Mexikaner mittlerweile auf neutral. Und wir haben den neuen Präsident. Oh, unser Herrscher ist gestorben. Jerónimo Andueza ist gestorben. Das ist sehr schade. Jetzt haben wir einen neuen gekriegt und ich sehe schon, dass der gut ist. Präsident Manuel Antonio Matos. Und ich sehe, dass der gut ist, weil wir bekommen 20% extra Autorität, 10% extra Einfluss und 5% Bürokratie. Und plus 25% Tempo der Institutionsgrößenänderung. Ich sehe schon, der ist richtig gut. So, und was haben wir hier jetzt noch? Es gibt Berichte, dass afro-karibisch-spanische Angestellte in den Fabriken von Antioquia unter unglaublich schlechten Bedingungen arbeiten müssen, weil sie in Großkolumbien als Bürger zweiter Klasse gelten. Nicht mehr lange. Gesetz erreicht Analyse. Nicht mehr lange. Ja, da können wir wieder die Kirche schwächen. Das ist super. Machen wir auch. Die Autorität gebe ich nicht aus, weil die brauchen wir gleich, wenn wir kulturelle Ausgrenzung beschlossen haben. Weil das bedeutet, glaube ich, ich verliere... Wie viel verlieren wir? 50. Ne, dann gebe ich es aus. Dann gebe ich noch 100 aus, dann sind wir nur bei minus 5. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wofür geben wir es aus? Ich glaube, wir müssten noch Dings besteuern. Opium, ne? Dass das nicht meine Bevölkerung zu sich nimmt. Das können wir noch mitnehmen. So, jetzt kommen noch ein paar Kasernen. Ich baue noch einen weiteren Bausektor. Ich sag euch, wie es ist. Wir haben zu viel Geld. Wir haben zu viel Geld. Eisen ist billig. Das ist doch super. Was sagt die Infrastruktur? Passt auch noch. Wo ist die Alt-Taste? Hier. Komm, zwei Bausektoren. Rein da. Vor in die Bauschlange. Wir bauen ja jetzt auch noch Goldminen. Aber das können wir jetzt die Industrialisierung mal ordentlich vorantreiben. Das ist super. Wir kriegen ja aktuell, glaube ich, auch noch 6000 aus den Niederlanden. Die werden bald verschwinden. Das müssen wir im Kopf behalten. Wie lange kriegen wir die noch? Wieso steht das nicht dabei? Die Niederlande zeigt Kriegs... Okay, dann muss man bei den Waffen... Noch 25 Monate. Das hält genauso lang wie, wie der Waffenstillstand. 25 Monate. Das ist noch okay. Das sind noch gute 2 Jahre. Damit können wir leben. Warum ist jetzt hier schon wieder minus 1? Es war doch gerade 0. Ach so, weil der Mexikaner wieder anfängt zu verschlechtern. Also der kann uns echt nicht leiden. Dann können wir es auch wieder lassen, ne? Habe ich nicht angefangen, mit dem Deutschen die Beziehungen zu verbessern? Ach, die sind schon einvernehmlich. Aber er ist vorsichtig. Können wir da irgendwie bündnismäßig was machen? Nee, ne? Handelsvertrag vielleicht? Ja, unsere Verrufenheit ist noch zu hoch. Naja, es ist die vorsichtige Haltung. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich verbessere jetzt trotzdem nochmal mit dem Briten. Nee, nicht mit dem Briten. Mit dem Ami, bitte. Das ist wichtiger. Jetzt haben wir 505. Machen wir Peru, Bolivien zum Rivalen. Dann haben wir wieder 1000. Jetzt sind wir wieder voll. Das ist gut. So. Ich glaube, das sieht jetzt soweit ganz gut aus. So, wir haben die zwei Bausektoren gebaut. Wir bauen jetzt mit 70. Wir machen immer noch 5,7 plus. Das ist jetzt relativ gut, glaube ich. So, jetzt verschwinden uns Marktzugriffe. Jetzt müssen wir gucken. Das sind die neu eingenommenen Gebiete. Nicaragua ist immer noch kacke. Habe ich da nicht eine Eisen... Doch, da habe ich eine Eisenbahn hingestellt, aber da arbeitet niemand, weil es gibt hier keine Leute. Es gibt hier keine Leute. Die Mittelamerikaner werden nicht diskriminiert. Die Miskito-Heinis werden diskriminiert, aber das sind nicht so viele. Ach komm, jetzt treffe ich die nächste Blockade von 12%. Das ist doch ein Witz, oder? Also, ach Gott. Dieses Spiel macht mich fertig.
Okay, das ist nicht so schlimm. 10% Autorität nehme ich. Stehen wir mittlerweile auf 80% Erfolg. Also meiner Meinung nach müssten wir längst durch sein mit dem Gesetz. Wie kannst du denn immer diese 10% Blockaden treffen? Das ist doch frech. So, und jetzt kommen die Bleiminen. Oh ja. Oh ja. Was sagt denn die Waffenfabrik eigentlich? Die müssten wir auch mal vergrößern. Um 2 Stufen, denke ich. Dann brauchen wir es nicht immer importieren. So, das sind noch 5. Die schmeiße ich raus. Munition schmeißen wir raus. Ich denke, die Munitionsfabrik müssten wir auch einmal vergrößern. Die hat nämlich auch nicht gereicht. So. So, dann haben wir noch Blei und Seide. Ja, das ist so das Übliche, ne? Seide ist genau 15. Also das wäre tatsächlich noch eine Sache, die mich ein bisschen interessiert. Achso, wir mussten weiter nach Infrastruktur gucken. Wir gucken gleich noch nach der Seide. So, Nicaragua ist uninteressant. Jetzt müssen wir mal gucken. Lima hat Probleme. Ja. Vielleicht kann ich da den okay, den Hafen habe ich schon umgestellt. Dann brauchen wir hier definitiv... Wo ist sie denn? Eine Eisenbahn? Oh, das sind auch keine Bauern mehr hier in Lima. Das ist ganz schlecht. Da müssen wir mal dringend gucken. Da müssen wir hier auf Wasserrohrkessel stellen. Den Goldminen. Ja, wenn die Eisenbahn kommt, können wir auf den Zug stellen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Kannst im Maisfeld noch Werkzeuge verwenden. Das macht auch ein paar Leute frei. So. Mehr können wir da erstmal nicht tun. So, wie sieht es in Ica aus? Da haben wir das gleiche Problem. Da haben wir aber 3 Häfen, die man noch umstellen könnte. Das müsste reichen. Moment, lass mich nochmal gucken, wie viel... Aber wir haben auch hier keine Bauern mehr, ne? Schmeiße ich die Kanonengießerei doch weg. Aber wir können bis auf die Maisfelder auch nirgends groß Pops sparen hier, ne? Den Viehhöfen noch. Und sonst aber auch nicht, ne? Da müssen einfach Leute zuwandern, geht nicht anders. So, und dann ist Arequipa noch übrig. Die haben auch Probleme, da fehlt auch ein bisschen Infrastruktur. Da kannst du auch die 2 Häfen umstellen. Da fehlt es aber auch an Pops. Wie überall. Erntewerkzeuge. Die Eisenmine. Ja, das Dampfhilfsaggregat fehlt uns noch. Das sollten wir auch noch uns besorgen, glaube ich. So, nächste Chance am 10. Januar in 4 Tagen. 80%. Jetzt bin ich aber doch mal gespannt, ob wir jetzt nicht in die letzte Phase kommen. Also alles andere wäre ja ein Witz. Ja, Abstimmung. So. 80% Erfolg, 11% Vorankommen, 8% Blockade. Also ich hoffe jetzt nicht, dass wir so ein Pech haben. Ja, und ansonsten, da ist das Siemens-Martin-Verfahren, was kein Mensch mehr gebraucht hat. So, da ist das Dampfhilfsaggregat, das wäre echt nicht verkehrt. Der Stahlbeton wäre nicht verkehrt mit 15% Bausektordurchsatz. Wir könnten auch mal noch nach dem Militär gucken. Die moderne Krankenpflege wäre mega gut. Die Hinterladerartillerie. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste für die nächsten Kriege. Wir stellen um auf Schrapnellartillerie. Ich glaube, das kann uns helfen. Das sollten wir als nächstes mitnehmen jetzt, ja. So, dann kommen 3 Bleiminen in Lima, dann kommen noch Goldminen in Lima. Da, wo halt niemand arbeitet. Ich sollte vielleicht vor den Bleiminen die Eisenbahn in Lima machen. Weil ohne Infrastruktur ist das eh alles für die Katze, was wir da machen. So. Ach, es gefällt mir. Es sieht sehr schön aus. Das Problem ist einfach nur, dass wir immer so lange warten müssen wegen der Verrufenheit. Aber wir sind auf 35 unten. Es geht voran. Es geht voran. Hier in Europa passiert nicht viel. Wir sind wahrscheinlich verrufenheitstechnisch sind wir die schlimmsten Leute auf der Welt, ne? Oh, nicht nach Verschmutzung, nach Verrufenheit. Ja, ja, wir sind die schlimmsten. Warum ist denn der Grieche so... Was macht denn der Grieche? Warum, was macht der für Spirenzchen hier? Warum ist der verrufen? Guck dir das mal an,
Er hat ein Bündnis mit Tripolitanien, einen Verteidigungspakt mit dem Osmanischen Reich, mit dem Russen und mit Ägypten. Wie hat er denn die zusammengekriegt? Der Osmane und der Ägypter, das sind doch eigentlich Feinde hoch 10. Aber in dem Spiel irgendwie nicht, ne? Keine Rivalität, nichts, kein Waffenstillstand. Interessant. So, Kolonialamt auf 2 erhöht. Können wir es noch weiter erhöhen? Ja, auf 3. Abfahrt. Können wir uns auch noch leisten. Was sagt Papier? Plus 3. Das geht. Wir können mal einen in Auftrag geben. Dann können wir nämlich die letzten Regierungsverwaltungen auch noch umstellen. So, und dann wäre doch irgendwann mal eine Handelskompanie schön, oder? Verbreitet sich dann nicht entsprechend was? Aktuell verbreitet sich der Realismus. Es gibt nochmal 5% Prestige. Ja, wir werden jetzt mit der Schrapnellartillerie dann wieder mehr Prestige kriegen. Die Frage ist, 62 Truppen. Ich habe keine Wehrpflichtigen, sind die doch 18. Aber da kann man doch bestimmt wieder was tun. Warte mal, die 20er-Truppe hat 18 Wehrpflichtige. Das ist aber meine Angriffstruppe. Ja, das passt. Ihr kriegt noch 2 mehr. So, dann hat die 20. Und dann kriegt der Rest, kriegen die hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da ist die kulturelle Ausgrenzung. Wunderbar. So, 10 hier. Und dann noch Restartillerie, ne? Ach, geht gar nicht. 10 Artillerie. Naja, gut, dann machen wir die restlichen 4 hier vorne. So. Damit haben wir jetzt ordentlich... Ja, jau. Sehr schön. So, jetzt gucken wir abschließend in dieser Folge nochmal nach unseren amazonischen. Die werden immer noch diskriminiert. Hat das echt nicht gereicht, Ist das wirklich so exotisch? Achso, die keine Gemeinsamkeiten mit den... Achso, das Exotische war ja das mit der Kirche, ne? Ah, das würde ich ja auch immer gern nochmal probieren. Und was ist mit dem Afro-Karibisch-Spanisch-Dings da? Sie werden nicht mehr diskriminiert. Okay, die haben wir immerhin gerettet. Die Afro-Karibisch-Spanischen werden nicht mehr diskriminiert. Das ist mega gut. Die Griechen sowieso nicht. Ja, perfekt. Das trifft hier überall zu. Nur die Amazonischen halt noch, ne? Den kann ich dann leider nicht helfen. Nordandenisch nicht. Und was ist mit Kekuanisch? Die werden auch immer noch diskriminiert. Diese Ureinwohner, ne? Und Südandenisch werden jetzt auch nicht mehr diskriminiert. Okay. Und was ist mit dem Gedöns hier in La Paz? Die werden auch immer noch diskriminiert. Oh Gott. Die kriegen wir auch kaum in den Griff, ne? Boah, anstrengend. Hier ist auch immer noch Aufstand. 60% fast. Naja, wir haben viele Aufständische, einen Haufen Radikale, aber ich meine 3,6 Millionen Radikale bei 11 Millionen Einwohnern, das ist fast ein Drittel, ne? Fast ein Drittel. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich... damit die Diskriminierung weiter runtergeht, uns nochmal mit der Glaubensfreiheit probieren. Das wird die Kirche wieder radikalisieren. Ja, und zwar komplett. Ach. Aber sonst ist nicht mehr viel, ne? Wir könnten jetzt die Grenzen aufmachen tatsächlich für mehr Migration. Nur Menschen derselben Kultur und Religion werden bei der Migration nicht diskriminiert. Nur Menschen derselben Kultur und Religion. Der Rest wird migriert. Diskriminiert. Migriert. So, und wenn ich alles aufmache, verschwindet dann die Diskriminierung oder wird die nur schlimmer, weil dann... Ja, wir probieren das aus, oder? Ich meine, aktuell können unsere Leute ja sowieso... Warte, nirgends groß hin. Wir haben hier Plus-Migration.
Wir haben ja aber halt nur innerhalb unserer eigenen, ne? Die gehen nach Zulia, Miranda, Antiochia, Cauca, Lima und La Paz. Die gehen nach Zulia und Antiochia. Hier unten gehen die Leute nach La Paz, Cauca, Lima. Ja, die gehen alle nur in unsere eigenen Gebiete, weil wo sollen sie auch sonst hin? Ich denke, da kann man da die Grenzen aufreißen? Macht Sinn, oder? Die Kleinbürger springen an die Decke. Wieso radikalisiert das denn die Gewerkschafter, um Gottes Willen? Oh wei! Muss ich mir da irgendwelche Sorgen machen? Die Kleinbürger haben 5%. Die Gewerkschafter 2,5, das ist nicht viel, ne? Oder wir probieren es halt doch erst nochmal mit der Glaubensfreiheit. Solange wir aktuell eh keinen Krieg führen können, ist das wahrscheinlich die richtige Zeit, oder? Wir gehen rein, wir gucken uns noch einmal schnell an, was da jetzt für eine Protestbewegung kommt. Ah, sie ist schon da. Das ging aber schnell. Ja, die ist sogar kritisch mit 106, ne? Ich sehe die noch nicht mal. Ich sehe die noch nicht mal, aber sie ist schon da, ne? 46% Blockade, das ist so abartig. Jetzt ist sie da. Ja, das ist halt mein ganzes... Guck dir das an, das ist das ganze Land. Da kannst du halt überhaupt gar... Komm, da habe ich keine Lust drauf. Das kriegst du nicht durch. Das ist, wie soll das gehen, ne? Wie zum Geier soll das denn gehen, ja? Na, dann machen wir lieber die Grenzen auf. Das ist besser. Ja, das kriegen wir in 100 Jahren ja nicht hin. Oh. Wie willst du das denn niederschlagen? Gar nicht wahrscheinlich. Aber gut. Das soll's für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der 11. wieder. Dann gucken wir mal, wie wir das machen. Wir sind ja jetzt schon auf 33 wieder unten. Ja, es wird dauern. Wir müssen noch ein bisschen Wirtschaft anschieben. Wir haben die 20 Millionen fast erreicht. Das geht jetzt wirklich steil aufwärts. Wir kriegen jetzt gleich mehr Universitäten. Unsere Bleiminen sind da. Da werden auch schon Leute angestellt. Ja, die stellen wir auch gleich auf Kondensationspumpe für mehr Blei. Und dann gucken wir mal, dass wir das nächstes Mal zum Laufen kriegen und vielleicht die Bleihandelsrouten wegschmeißen können. Vielleicht mal eine als erstes, damit sich das auch lohnt, dass da jemand arbeitet. Aber darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.